Ich habe hier einen Zeitungsartikel vor mir liegen. Der ist schon etwas älter, schon über ein Jahr alt. Ich habe mir die Zeitung damals gekauft und bei uns kommen immer so viele Sachen, die dann Priorität haben. Und ich bin damals, das ist vom 9. August 2017, bin ich an einem Expresskasten vorbeigefahren. Express, das ist so die Tageszeitung im Kölner Umland. Und dann ist tatsächlich auf der Titelseite ein Bild von einem Plumpsklo oder steht auf einem Titelblatt WC für jetzt WC für Muslime. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber auf jeden Fall, dass direkt ausgedrückt wird, jetzt wird ein WC umgebaut. Was hinterlässt das erstmal für eine Wirkung für den Durchschnitts-AfD-Wähler? Und natürlich sind ja nicht alle Deutschen AfD-Wähler, aber alle AfD-Wähler sind Deutsche. Ja, so. So könnte man das auch machen. Aber auf jeden Fall, was ist die Wirkung davon? Was wird dann gesagt? Wie? Jetzt müssen wir uns denen noch anpassen. Jetzt müssen wir sogar noch. Jetzt werden sogar die Toiletten angepasst. Was machen die für uns? Wenn man in diesen Ländern mit einem Kreuz rumläuft, dann wird man gesteinigt. Also ein Quatsch haben wir schon gehört. Und es gibt dann einige Muslime, die sagen in so einem Zusammenhang, ach ja, die denken nur schlecht über den Islam, weil sie uns nicht kennen. Das ist nicht richtig. Es gibt Leute, die uns nicht kennen. Aber wir leben nicht mehr im Jahre 1971. Wir leben im Jahre 2018. Und der Durchschnittsdeutsche, der nicht gerade in einem sehr hohen oder in einem sehr niedrigen Alter ist, der kennt die Muslime auch. Zumindest kennt er einige. Und zumindest weiß er, dass es Muslime gibt. Selbst wenn er viele Muslime gesehen hat, die sich schlecht benehmen, so hat er auch von Muslimen gehört, die das andere behaupten. Und glaubt es mir, ich habe es sehr häufig festgestellt, bei Kundgebungen, ja, beispielsweise, weil das ist eine Interaktion, eine direkte Konfrontation, eine direkte Interaktion. Dass ich beispielsweise gegen Ehrenmord rede und die Leute, die angeblich die Muslime nicht kennen, die regen sich dann darüber auf. Die sind stocksauer, dass ich sage, Ehrenmord gehört nicht zum Islam. Der lügt! Takia! Die dürfen lügen für die Religion. Was eine Lüge ist. Wir dürfen nicht für die Religion lügen. Das nur mal so nebenbei. Aber das dürfen die Christen, laut Apostel Paulus. Die Muslime dürfen das nicht. Dürfen nicht für ihre Religion lügen. Ein Muslim darf in einer Notsituation über seine eigene Situation lügen. Das heißt, jemand hält ihm die Pistole an den Kopf, sagt, bist du Muslim? Wenn du Muslim bist, erschieße ich dich. Und er sagt, nein, nein. Er verleugnet, dass er Muslim ist. Das darf er in dem Notfall. Ansonsten nicht. Ja, er darf nicht einfach die Religion verleugnen oder die Religion verfälschen. So, was er kann ist, ich will nicht tief auf dieses Thema eingehen, aber auf jeden Fall. Die regen sich darüber auf. Das heißt, er hat doch gerade die Muslime kennengelernt. Ich mache zum Beispiel, das mache ich immer gerne, bei Kundgebungen zum Beispiel, da sind jetzt weit über 100 Muslime oder hunderte Muslime. Und ich sage, wer von euch glaubt, dass Ehrenmord ein Verbrechen ist? Und alle zeigen auf. Du hast doch gerade die Muslime gesehen. Die sagen, alles ist ein Verbrechen. Wer von euch glaubt, dass Ehrenmord erlaubt ist? Keiner zeigt auf. Das habe ich sehr häufig bei Kundgebungen gemacht. So, das heißt, der draußen steht, der kann jetzt nicht sagen, ich kenne die Muslime nicht. Ich kenne die nur aus dem Fernsehen. Hat es doch gerade gesehen. Aber glaubt es mir, da sind immer Leute dort, die sich besonders darüber aufregen, wenn du ihre Vorurteile widerlegst. Deswegen, man kann nicht pauschal sagen, die kennen die Muslime nicht. Sondern ich sage sogar vielmehr, die meisten kennen die Muslime. Aber ich sage auch zur selben Zeit, dass das schlechte Verhalten vieler Muslime auch Leute dazu bringt, sich vom Islam abzuwenden.
Denn wenn man etwas von vornherein hasst, aus einem persönlichen Grund, hat man auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber das wird ihn am jüngsten Tag nichts bringen. Das heißt, ja, und das ist das, liebe Geschwister, was wir immer wieder machen, diese Differenzierung, diese Genauigkeit. Ja, das Verhalten der Muslime muss stimmen. Es kann nicht sein, dass in einer Silvesternacht 2015 Horden durch die Straßen laufen in Köln und bewiesenermaßen Frauen begrapschen und besoffen sind und sich wie die größten Assis benehmen. Kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Muslime Schlägertrupps bilden und irgendwelche Unschuldigen auf die Fresse schlagen. Das ist etwas, was dem Islam schadet. Aber zur selben Zeit können wir nicht, und das schreckt auch Leute ab vom Islam, weil sie dadurch Hass kriegen, persönliche Abneigung, die sie davon abbringt, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Aber zu sagen, sie kennen die Wahrheit nicht, ist sehr weit hergeholt für jemanden, der in einem mittleren Lebensalter ist und in Deutschland lebt. Denn er hat die Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren. Ich habe da einmal von einem Prediger gehört, die meisten kennen ja den, sie können ja den Islam gar nicht kennenlernen. Echt? Wie kommt es dann, dass jedes Jahr Tausende den Islam annehmen? Wie kommt es, dass bei dir persönlich so viele den Islam angenommen haben, wenn sie ja den Islam gar nicht kennenlernen können? Leben die in Grönland? Leben die irgendwo oder irgendwo in einem Iglu? Oder leben die im Amazonas-Regenwald? Die leben hier in Deutschland. Jeden Tag eine andere Talksendung, wo nicht nur Schlechtes erzählt wird, wo auch Muslime kommen, wo vielleicht Muslime kommen, die etwas über die Religion erzählen. Das ganze Internet ist voll, das ist das Hauptmedium heutzutage. Das heißt, wer die Wahrheit finden will, der findet die. Laut Frankfurter Allgemeine, März 2007, haben im Jahr 2006 14.300 Menschen in Deutschland den Islam angenommen. Wie können die den Islam annehmen, wenn die gar nicht in der Lage sind, den Islam kennenzulernen? Wir sind in Deutschland schon in jedes Bundesland außer Brandenburg eingeladen worden. Deswegen, wenn wir etwas erzählen, müssen wir genau sein und nicht irgendeinen Müll erzählen, um irgendjemandem gefallen zu wollen, sondern es geht um die Wahrheit. So. Zurück zum Thema. Das ist dann das Thema. Das ist dann, was sie sagen. Ja, hier, schau mal, wir müssen uns anpassen. Aber ist das wirklich so? Erstens. Das hier ist keine islamische Toilette. Das ist völliger Blödsinn. Es ist keine islamische Toilette. Sondern das ist eine Toilette, die in vielen muslimischen Ländern häufig vorkommt. Warum kommt diese Toilette häufig vor? Warum ist das so? Weil die sehr praktisch ist. Gerade bei Massenansammlungen, wie zum Beispiel in Mekka um die Moschee herum. Es gibt außerhalb der Moschee gibt es eine Toilettenanlage, eine WC-Anlage. Und da sind diese Toiletten auf diese Art und Weise, der Großteil der Toiletten auf diese Art und Weise. Warum ist das so? Wenn täglich Hunderttausende Menschen dort auf Toilette gehen, hier so eine Toilette sauber zu machen, ist ganz einfach. Es ist zum Beispiel, irgendjemand hat was daneben gemacht, irgendjemand hat Dreck gemacht, er nimmt einen Schlauch. Und spritzt es ab. Das ist viel leichter zu reinigen, es ist viel hygienischer. Wer während ihr manchmal auf eine Raststätte geht, da hat einer daneben gepinkelt und jetzt musst du erstmal dir einen Schwamm nehmen und das aufsuchen, ist viel komplizierter. Das heißt, es ist viel, viel einfacher hier zu reinigen. So. Ist es verboten, dieses andere Toilette zu benutzen? Hat der Prophet Mohammed a.s. gesagt, so eine Toilette dürft ihr nicht benutzen? Nee. So, dann wird keine Rücksicht genommen auf die Nichtmuslime. Das ist völliger Blödsinn. Aber da sieht man auch, was man den Leuten für einen Schwachsinn erzählen kann. Wenn du in irgendein Hotel gehst, in Katar oder in Dubai oder in Saudi-Arabien, zu 99,9% findet man dort diese europäischen Toiletten. Zu 99,9%. Das heißt, wenn man sagt, oh, wir müssen jetzt Rücksicht nehmen auf diese Leute, dann ist es ja dort erst recht Rücksicht auf diese Leute.
Alter, überall gibt es solche Toiletten. Toiletten dieser Art. Aber man muss sich einfach die Frage stellen, warum macht man so etwas auf eine Titelseite? Warum? Ich lese es manchmal vor. Bei der Ertüchtigung der Ausstellungshalle der alten Feuerwache soll auch eine neue Toilettenanlage gebaut werden. Die Planungen der städtischen Gebäudewirtschaft waren im Prinzip schon abgeschlossen, ganz unsensibel, ohne besagte Toilette. Das brachte den Vorstand des Bürgerzentrums auf die Palme. Schließlich sei vertraglich vereinbart, dass man in allen Planungen einbezogen werde. Also setzte man sich zusammen und heraus kam das kultursensible Plumpsklo. Das sind solche Begriffe, die gerade die AfD-Wähler auf die Palme bringen. Wie gesagt, nicht alle Deutschen sind AfD-Wähler. Aber alle AfD-Wähler sind Deutsche. Ja. Es sind Toiletten, wie man sie aus China und anderen asiatischen Ländern kennt, aber auch von alten französischen Campingplätzen. Keine Schüssel, keine Klobrille, sondern eine in den Boden eingelassene Fläche, auf die Mann, Frau sich hockt. Eine solche Toilette entspricht, jetzt kommt Zitat. Eine solche Toilette entspricht eher dem, was in islamisch geprägten Ländern üblich ist, sagt Konrad Müller vom Vorstand des Bürgerzentrums. Erstmal, ich finde es sehr nett von diesem Herrn Konrad Müller, dass er hier mit Rücksicht auf die Muslime nehmen will. Aber die Geste davon ist für viele AfD-Wähler, und wie gesagt, nicht alle Deutschen sind AfD-Wähler, aber alle AfD-Wähler sind Deutsche, ja? Für die ist das so ein Signal. Was? Brechen wir wieder vor denen ein? Zum Beispiel Udo Ulfkotte, der Alhamdulillah schon von uns gegangen ist, der Lügner, der berichtet in seinem Buch, dass die Muslime sich dafür eingesetzt hätten, dass Sparschweine nicht mehr in den Banken stehen dürfen. Muslime, was interessiert mich ein Sparschwein? Bei einem Schwein geht es um das Schweinefleisch. Es geht um das Tierschwein. Was hat Fred Ferkel von Katjes oder ein Sparschwein mit dem Schwein zu tun? Außerdem, das, was du machst, ist dein eigenes Problem. Ein CSU-Politiker berichtet davon, dass jetzt die armen Kinder wegen den Muslimen ja kein Schweinefleisch mehr essen dürfen. Das sind wohl eher die Vegetarier. Und die Veganer, die sich dafür einsetzen. Wir können eigentlich in Deutschland froh sein, dass es so viele Vegetarier und Veganer gibt. Weil dadurch können wir auch, ansonsten würde man sagen, hier, die Muslime wollen Gummibärchen ohne Gelatine haben. Das ist der Punkt, nochmal darauf zurückzukommen. Was du isst, ob du Schwein isst, ist dein eigenes Problem. Ich kann auch vegetarisch essen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, Fleisch zu essen, aber hier versucht man doch Stimmung zu machen. Stimmung zu machen. Und deswegen möchte ich hier über diese Sachen aufklären. Manche Leute sagen sich vielleicht, da gibt es keine wichtigen Themen. Natürlich gibt es wichtige Themen. Wir können über alle Themen reden und wir wollen über die Themen reden, ja, die auf der Titelseite stehen, damit wir uns klar machen, was soll hiermit beabsichtigt werden? Ist das wirklich, also es ist doch nicht normal, dass so etwas auf einer Titelseite von einer Zeitung steht. Ich meine, das ist auf Seite 20. Gab es nicht irgendwas Besseres? Ich meine, ich gucke jetzt mal hier. Knast für Audi-Sprenger, steht auf derselben Seite. Dann riesige Party bei der WM in London. Horrormieter vermüsten Willis Wohnung. Haie golfen für Jugendkasse. Athleten flüchten. Dann James Rodriguez. Paris plant den Mbappé-Coup. Es gibt so viele Themen hier. Allein auf diesen drei Seiten, die ich jetzt gerade geguckt habe. Warum macht man das auf die Titelseite? Dann geht's weiter. Und wer möchte den Menschen aus diesen Ländern damit das Gefühl geben, dass sie hier zu Hause sind? Wie gesagt, Herr Konrad Müller ist ein guter Wille gewesen, aber das ist unnötig gewesen, wenn sie das gemacht haben. Obwohl ich, wie gesagt, ich würde solche Toiletten einrichten und das würde ich auch Raststätten beispielsweise empfehlen, weil es ein, zumindest einige davon, weil es einfach ein viel, viel einfacher ist, diese Toiletten zu reinigen. Irgendjemand hat den Boden versaut, man nimmt sich einfach den Schlauch und alles geht in den Boden rein. Alles läuft hier, wenn ihr zum Beispiel hier, und es gibt ja manchmal diese Schweinereien, ja Leute,
Die verlassen ihre Toiletten. Hier hat jemand daneben gemacht oder irgendwie Sauereien gemacht. Man kommt einfach mit dem Schlauch, der hier ist, ein kleines Schläuchlein und macht alles sauber und es läuft einfach hier in das Loch rein. Das ist ganz, ganz einfach. Dann schreibt er, so, dazu gehöre auch die Möglichkeit, auf Toilettenpapier zu verzichten. In islamisch geprägten Ländern säubern sich nach dem großen Geschäft mit Wasser, weiß der Vorstand. Ist auch falsch. Es ist bevorzugt, sich mit Wasser und Papier bzw. papierähnlichem Material zu reinigen. Es gibt drei Arten von Reinigung. Man reinigt sich, und nicht nur beim großen Geschäft, man reinigt sich sowohl beim kleinen als auch beim Urinieren, als auch beim großen Geschäft, bestenfalls mit Wasser und, das ist jetzt Fiqh, ja, Fiqh. Fikul istinja ist das, ja? Und istijmar. Bestenfalls mit Wasser und papierähnlich, wie zum Beispiel Holz, Steine etc. Wenn man das nicht kann, nur mit Wasser. Wenn man das nicht kann, oder was heißt, wenn man das nicht kann? Es reicht auch nur mit, das zweitbeste ist nur mit Wasser, das drittbeste ist nur mit Papier. Das ist etwas, was viele Muslime auch nicht wissen. Viele Muslime denken, man müsse sich mit Wasser reinigen. Das stimmt nicht. Sondern mit Wasser und Papier, beziehungsweise papierähnlichem Material zu reinigen, ist bevorzugt. Das zweitbeste ist nur mit Wasser, das drittbeste ist nur mit Papier. Aber man muss sich reinigen. Okay? So, das heißt, da ist er auch falsch informiert. Also soll ein Wasserschlauch installiert oder zumindest ein Wassergefäß bereitgestellt werden, so Müller. Klar sei ebenso, dass diese Toilette nicht in Ost-West, sondern in Nord-Süd-Richtung gebaut werden müsse. Nach Mekka, also guck mal, wenn jemand sich mit diesen Feinheiten vorher nicht auskennt, guck mal Leute, ihr müsst immer spitzfindig sein zwischen den Zeilen lesen. Wenn jemand sich mit den Kleinigkeiten, mit großen Sachen nicht auskennt, warum kennt er bestimmte Details? Erstens, das mit Wasser kannten sie nicht. Sie dachten, man muss mit Wasser sich reinigen. Jetzt weiß er aber, dass man nicht Richtung Qibla urinieren bzw. sein großes Geschäft vorstellt. Das wissen viele Muslime nicht. Und übrigens, hier gibt es die Meinung, und das ist die Meinung von sehr vielen Gelehrten, dass das erlaubt ist in einem geschlossenen Raum, der nur für den Toilettengang gedacht ist. Das heißt, Richtung Qibla urinieren, beziehungsweise das große Geschäft verrichten, ist nicht erlaubt in einem offenen Platz. Aber was einen zuen Raum geht, der eingemauert ist wie eine Toilette, so ist es dort erlaubt. Aber natürlich bevorzugt, nicht mit dem Rücken oder mit der Brust während dem Verrichten des Geschäfts in diese Richtung. Das stimmt. Wieso weiß er das? Aber er weiß zur selben Zeit nicht, dass diese Toilette nicht in Ost-West, sondern in Nord-Süd-Richtung gebaut werden müsse. Das stimmt nicht. Die Qibla ist in südöstlich. Das heißt, die Qibla ist südöstlich. Das heißt, er verwechselt hier schon wieder was. Das heißt, es kommt mir tatsächlich vor, als wenn das hier so ein Bericht ist, der dazu gedacht ist, Stimmen aufzufangen. Was wollen die Leute, was sagen die Leute dazu? Weil es einfach zu kurioser Schwachsinn. Ja, wir haben eine Toilette aufgebaut, wir wollen Rücksicht nehmen. Das ist genau das, womit immer diese ganzen AfD-Wähler provoziert. Ihr wisst ja, alle AfD-Wähler sind Deutsche. So, auch Hans-Georg Lützenkirchen, ebenfalls Vorstand der Feuerwache, freut sich, daran ist nichts falsch und es hat nichts mit Gutmenschentum zu tun. Gutmenschentum, das ist typische Terminologie von diesen ganzen PI-News-Lesern und AfD-Wählern. Ja. Denn unser Verein hat sich auch dem interkulturellen Lernen verschrieben. Und hier kann die einheimische Bevölkerung etwas über andere Kulturen lernen. Das ist genau das, was diese
P-News-Leser und AfD wieder provoziert. Wir sollen was über deren Kulturen lernen. Die sollen was über unsere Kultur lernen. Die sind doch zu uns gekommen. Ja. Der finanzielle Mehraufwand liegt bei rund 100 Euro und die Toilette sei nicht nur Muslimen vorbei. Fertigstellung Herbst 2018. Das heißt, die ist jetzt fertig geworden, die Toilette. Also, wenn ihr Bock habt, euch die Toilette mal anzukommen, alte Feuerwehrwache, wo ist die überhaupt? Das Bürgerzentrum Alte Feuerwehrwache im Agnesviertel, die kultursensible Toilette, ist jetzt wahrscheinlich fertig. So. Warum habe ich euch das erzählt? Ein bisschen wach werden. Ja. Warum steht sowas bei der Express auf der Titelseite? Warum diese ganzen Begriffe? Ja. Immer wach sein. Und dann natürlich kann man direkt viele Sachen mit einbauen, wie zum Beispiel Toilettengang etc. etc. Möge Allah, und nochmal für diejenigen, die sagen, in den muslimischen Ländern wird keine Rücksicht auf die Nicht-Muslime genommen. Ja? Es ist der größte Schwachsinn. Und das können eigentlich nur Leute erzählen, die noch nie in einem muslimischen Land gewesen sind. Fahrt mal in die Türkei. Fahrt einfach mal hin. Fahrt mal nach Marokko. Ja, die müssen doch unsere Sprache lernen. Fahrt mal nach Agadir. Die können Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, die können die Sprache. Fahr mal in die Golfstaaten, wie du dort behandelt wirst. Wie die Toiletten dort überhaupt sind. Die haben europäische Toiletten. Beispielsweise. Das heißt, dieses ganze Gelaber, wir müssen immer Rücksicht auf die nehmen und die müssen keine Rücksicht auf uns nehmen, das ist alles Udo Ulfkotte, der Gott sei Dank schon lange gestorben ist. Gelaber und von seiner Truppe, ich hätte beinahe Gang gesagt, von PE News und Co. Alles dummes Gelaber. Alles dummes Gelaber. Wir Muslime, wir wünschen uns, weil wir für jeden das Beste wünschen, dass er unserem Weg folgt. Aber was er selber macht, das ist sein eigenes Problem. Wenn du einen Ohrring hast, hast du einen Ohrring. Wenn du einen Nasenring hast, hast du einen Nasenring. Wenn du dir ein dickes, fettes Tattoo ins Gesicht tätowieren lassen willst, ist dein eigenes Problem. Ich werde dir vielleicht einen Ratschlag geben, das nicht zu machen, ist dein eigenes Problem. Wenn du es gerne mit Tieren machst, ist dein Problem, ist nicht mein Problem. Wenn du gerne Schweinefleisch isst, ja, das ist dein Problem. Aber verlange nicht von mir, Schweinefleisch zu essen. Wenn du gerne bei St. Martin mit deinen Kindern rausgehst, mit der Laterne, dann mach das. Aber verlange das nicht von mir. Wenn du dir gerne einen Tannenbaum aufstellst, dann stell dir einen Tannenbaum auf, ist dein eigenes Problem. Aber verlange das nicht von mir. So einfach ist das und nichts anderes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.